Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Wetterbericht für den Tierpark Goldau. Es sind ruhigere Zeiten gekommen, zum Glück. Die Stürmerei ist vorbei und das Einzige, was wir noch damit zu tun haben, ist einfach ein bisschen Föhn in der Nacht, jetzt vom Donnerstag auf den Freitag. Es gibt eine laue Nacht, wenn es den Föhn durchhält, zum Teil die Temperaturen über 10 Grad die ganze Nacht. Im Laufe des Freitags allerdings lässt dann der Föhn nach, es ruhigt und es tut ein bisschen zu, aber passiert jetzt zuerst mal bis morgen Abend noch nichts. Sie haben noch einen trockenen Tag im Tierpark und auch einigermaßen einen lauen Tag. Wenn etwas oben runterkommt, dann ist es vor allem in der Nacht vom Freitag auf den Samstag. Der Samstag selber, es tut dann schon wieder auf im Laufe des Tages. Am Morgen hängt es noch ein bisschen zu und dann im Laufe des Tages aufhelligen. Und auch der Sonntag ist nicht leid. Trockene Angelegenheit, vielleicht ein paar Hochnebelfelder am Morgen früh, aber dann immer mehr Aufhellungen im Laufe des Tages. Vom Wetter her also alles perfekt für den Tierpark und es gibt auch spannende Sachen noch nächste Woche. 31 ist Vollmond und es gibt eine Vollmondführung mit Fondue Plausch am Mittwoch am 31. nächste Woche. Sie können sich anmelden. Es ist wie immer alles auf dem tierpark.ch. Es geht vom Abend am 6. bis am Abend am 10. Mit etwas muss ich allerdings wieder plagen mit dem Vollmond. Es gibt immer noch Leute, die glauben, der hat irgendeinen Einfluss auf das Wetter, was aber völliger Hafenkäse ist, völliger Seich. Hat überhaupt keinen Einfluss. Wenn über Goldau Vollmond ist, dann ist auch über Schweiz, Einsiedler und auf der ganzen Welt im gleichen Moment Vollmond. Und die Leute, die glauben, das hätte irgendwo einen Einfluss aufs Wetter oder das Wetter ändere sich bei Vollmond, ist natürlich Blödsinn, weil dann würde sich auf der ganzen Welt zum gleichen Zeitpunkt das Wetter ändern, was es natürlich nicht tut. Und die physikalische Erklärung, die Leute denken auch, wenn es Ebbe und Flut machen, dann sagt das sicher bei der Luft irgendwie auch so. Ist es aber nicht. Das, was angezogen wird vom Mond, das muss ein rechtes Gewicht haben wie Wasser. Luft ist ein kleines Strich auf dem Barometer mehr, weniger wie das Eisstrich, also ein Muckesäckchen, wie man das sagen würde. Und das hat einfach überhaupt keinen Einfluss. Also, ob der Mond voll ist oder nicht, ist vollkommen wurscht. Vielleicht schlafen Sie schlecht, aber am Wetter ist es komplett gleich. Okay, geniessen Sie Ihr Wochenende im Tierpark. Bis dann, auf Wiedersehen.